Falls es euch interessiert, ich habe mich übrigens in... Ja. Ich habe mich übrigens in eine Decke eingemummelt. Weil es doch irgendwie recht kalt hier ist. Heizung habe ich aber angemacht. Was ist los? Achso, der hat nur auf mich gewartet. Aber es braucht halt immer ein bisschen, bis das warm wird hier, ne? Kennt man ja. Aber wie gesagt, ich hab's halt immer lieber kalt als warm. Also, als heiß, sagen wir mal so. Weil jetzt kann ich mich einfach in eine Decke reinkuscheln. Ja, und wenn's warm ist, mehr als nackig geht nicht, ne? So, ein paar Viechers kaputt machen. Da. Okay, den einen haben wir. Den haben wir auch. Da ist noch einer, den könnten wir auch noch vielleicht kriegen. So. Vielleicht. Möglicherweise. Ist das der? Nee, kriegen wir nicht. Schade. Spyro, was machst du denn? Ja, da bist jetzt selber strandschuld. Da kriegst du... Nee. Da musst du jetzt alleine durch. Moment, hier drüben war doch noch was, oder? Ja, verstecken, ne? Ist aber besser versteckt als im Original, muss ich sagen. Ist hier schon das Ende? Irgendein Spinner hat dieses blöde Ei in meinem Schatz versteckt. In meinem Schatz? Der Truppführer hatte dieses Ei entführt. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Wir hätten eigentlich... Wo ist denn hier die Geschichte mit dem Boot? Gab's da noch ein Boot? Oh, ich habe die Edelsteine ja gar nicht eingesammelt, das ist aber schon sehr traurig. Aber zum Glück müssen wir da ja nochmal hin. Von hier aus sollten wir eigentlich die restlichen Geier treffen. Okay, den hätten wir schon mal. Jetzt kommst du da hinten dran, wie nervst du mich? Warum habe ich dich jetzt nicht getroffen? So, den haben wir. Hier haben unterschiedlich viel her. Auch interessant. Mal noch ein. An die Kanonen. Das bestimmt, weil wir so und so viel Viecher umgelegt haben mit der Kanone. Wo ist das mit dem Boot? Hier gab es noch so ein Minispiel mit einem Boot. Ich hole mir jetzt erstmal hier vorne die Edelsteine. Dann muss ich nochmal zurück, weil... Wir wollen ja noch... Oh, da wäre ich fast ins... Da war aber knapp. Wir wollen ja noch da hinten in die... Kommen wir da hin? Ja, locker. Hier wollten wir ja noch hin. Restlichen Edelsteine holen. So. Noch was? Ne.
Hier gibt es noch einiges einzusammeln. War hier noch was? Ne, sieht nicht so aus. Komische Hitbox. Falls man das bei Gegenständen so nennt. Weiß ich nicht. Weil hitten tut man die eigentlich nicht. Na. Junge, was ist los mit euch? Die sind total aggressiv, die Viecher. So, jetzt aber. Plörre. Wunderschön. Wunderschön. Ich war gerade ein bisschen irritiert, was das hier für ein Weg ist, aber ja, den gibt's. Tatsächlich, den gibt es. Auch so aggressiv. Meine Nase juckt. Ich wollte gerade sagen, kann ich ja in der Ladezeit gleich kratzen, aber es gibt ja keine. Wir sind ja direkt da. Und Jäger ist auch noch da, das ist schön. Ach, ich freue mich. Spyro, gerade rechtzeitig. Eine Rhinox Skateboard Gang fordert uns zu einem Rennen heraus. Sie sagen, du wärst lahm als eine Feuerschnecke am Schmelzkrater. Ich habe gesagt, ich habe schon ziemlich schnelle Feuerschnecken gesehen. Willst du gegen diese Typen antreten? Ja. Sie setzen ein Ei, das du nicht gewinnst. Nein. Gut dabei. So. Du kannst mein spezielles Rennboard benutzen. Mit jedem Trick, den du machst, baut es deine Turboladung auf. Du kannst deine Turbos benutzen, indem du Stürmen drückst. Viel Glück! Jo. Machen wir erstmal zu rennen. Okay, wir können hier also einfach umnieten, das ist schön. Ach ja. Oh. Ach komm. Wusch. Ja. Also mit viel mit Herausforderungen ist sie leider nicht. Ach Mann, ey. Ja, das ist okay. Edelsteine holen wir dann gleich. Du hast sie aussehen lassen wie tollpatschige einzige Sandnorks. Oh, und dieses Ei haben wir auch gewonnen. Yay! Oliver! Willst du jetzt nach den Rhinoxen eine echte Herausforderung? Du bist schnell. Aber ich wette, du kannst nicht alle Krabben auf der Strecke besiegen und mich trotzdem schlagen. Willst du es versuchen? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Jawohl! Friss meinen Skate-Staub. Ist das von... Ist das von...
von den Simpsons? Weiß es nicht. Nee, fress meine Unterhosen war das, oder? Eat my shorts. Shorts. Ich muss das so komisch aussprechen. Shorts. Ach komm, Spyro, was machst du denn hier? Wie er von seinem Skateboard runtergefallen ist. Einfach so im Stehen. Hier oben war noch eine drin, ne? Ja. Zwei Stück noch. Die eine war hier, genau. Achso, und die andere ist dann... Ich weiß jetzt nicht mehr, wie hier so die Herausforderung war. Aber es fühlt sich halt auch sehr einfach an. Leider. Können wir noch ein paar Edelsteinchen einsammeln. Ich kann nicht glauben, dass du mich geschlagen hast. Du musst die ganze Zeit geübt haben, als ich dachte, du suchst nach Eiern. Hey, wo wir gerade davon sprechen. Eine dieser Krabben hat das hier bewacht. Aiden. Oder Aiden. Okay, jetzt muss ich mal gucken, gibt es hier einen Könnerpunkt? Skateboard-Rekordzeit, yo. Wie sagen... Holen wir die doch mal direkt. Ich weiß zwar nicht, wie... rekordig die Zeit ist. Oh. Kann man das... Rennen beenden. Aber wenn, dann wollen wir das ja auch vernünftig machen, ne? Also da wäre es, glaube ich, im Original vom Bord geflogen. Nee. Wie kommt man denn da oben hin? Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt erstmal die Zeit hinkriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch machbar ist. Wenn wir uns das schon mal aufs Maul gelegt haben. Ja, natürlich. Wenn man nicht... Ah, Entschuldigung. Aha, eieiei. So, mal gucken, wie die Rekordzeit ist. Ja, das kriegen wir hin. 1,45 war das, ne? Ach, komm. Thank you.
Was? Tut mir leid, ich muss das nochmal machen. Ich bin damit nicht zufrieden. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Aber eben gerade das, dass ich da an der Kante da... Nee. Tut mir leid. Eins fünfundvierzig. Da. Aber hier oben sind keine Edelsteine. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich habe das Gefühl, hier kriegt man mehr Schub. Als normal. Komm schon. Geh mal hin. Ja. Bring. Wunderbar. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch ein paar Edelsteinchen finden. Wir hätten eigentlich auch einmal Sparks suchen lassen können. Kann ich jetzt gerade nicht. Es sieht hier alles sehr leer aus. Ich gucke gleich nochmal in den Weg oben in dem Gang. Nee, hier ist auch nichts. Okay, das sieht sehr, sehr danach aus, dass wir hier alles haben. Sehr schön. Gut, dann können wir hier weitermachen. Hier sehen wir auch schon die ersten Edelsteine wieder unter Wasser. Huch. Ach, jetzt weiß ich auch, wo das Level ist. I know where the level is with the U-Boot. Das ist hier drüben, wo man da von der Planke darüber fliegen muss. Machen wir das erst und dann begeben wir uns zu meiner Lieblingsbeschäftigung, und zwar durch die Brühe tauchen. Vielleicht ist es ja hier was einfacher. Was ist denn das da oben? So. Früher bin ich hier öfter getaucht, aber seit die U-Boote patrouillieren, kann ich nichts mehr abstauben. Kannst du dieses U-Boot steuern, das ich zum Verschrotten gekauft habe? Er hat es zum Verschrotten gekauft. Also ja. Gut. Drück Sprung, um schneller zu werden. Und wenn du ein U-Boot siehst, fängt der Torpedo an, es anzuvisieren. Sobald es erfasst ist, kannst du mit Angriff darauf feuern. Okay. Okay. Es ist so dunkel hier. Hier gab es, glaube ich, auch zwei Runden. So ein Arsch.
Na. Jetzt. Nein! Na. Okay. Ah, schön mit den Luftbläschen, die hinterlassen. Die hinterlassen. Da kann man das ein bisschen nachvollziehen, wo die herkommen, wo sie hinfahren. Boah. Nein! Yes! Eieiei. Beim Klappbautermann, du bist ein guter U-Boot-Fahrer. Nimm doch dieses Ei als Belohnung. Ist das nicht Kabauter? Ich habe nämlich damals habe ich auch mal Klabauter gesagt. Aber ich meine, also es gab auf Super RTL damals, gab es eine Sendung, die hieß David der Kabauter. Das war so ein kleiner Zwerg oder so, der im Wald den Arzt gespielt hat irgendwie. Habe ich voll gerne geguckt. Und ich meine, David der Kabautermann. Also ohne L. Ethel. Nicht noch eine? Ich bitte dich ja nur ungern schon wieder um Hilfe. Aber da kommen noch mehr U-Boote aus dem Nichts. Wenn du sie ausschaltest, kann ich wieder im Säuresee schwimmen. Ja, ich meinte nämlich, die würden Minen hinterlassen. Verflixt! Hüpf rein, kleiner Drache! Oder auch nicht. Ist okay. Sieben. Okay. Oh, interessant, was denn das? Da ist doch irgendwas, ist da doch nicht richtig. Okay, Nummer 1 hätten wir. Nicht? Nummer 2. Die wehren das ab. Hier gibt's gar keine Minen mehr. Hier gab's doch vorher Minen. Endlich ist der Säuresee wieder sicher. Ich würde dich gerne besser belohnen. Aber alles, was ich habe, ist ein weiteres Ei. Vielleicht ist der Inhalt ja besser als beim letzten Mal. Überraschungsei. Dolores! Okay, jetzt können wir einsammeln. Es ist so dunkel hier, ne? Aber die Decke hier, da war auf jeden Fall vorher, war das geschlossen komplett. Und jetzt ist da oben irgendwie so ein Loch. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Ob die nicht fertig geworden sind mit dem Level. Okay, hier unten am Boden, wollte ich gerade sagen, haben wir, glaube ich, alles. Können wir mal hier gucken. Das sieht schon mal ganz gut aus. Okay. Dann gehen wir mal hier oben außen. Hier hin. Mal außen rum. Oh oh.
Nee, haben wir locker. Okay. Haben wir das? Schwimmen wir einmal hier in die Mitte. Einmal reingucken. Ist nix. Okay. Ist alles so knapp. So. Durch die Löcher. Hier unten ist nix. Da vorne ist auf jeden Fall was, aber da holen wir uns erstmal neue Energie für. Und dann lassen wir gleich Sparks nochmal suchen, ob wir hier alles haben. Ich glaube, mehr Löcher gab es nicht, ne? So, dann haben wir raus. Das sieht nach danach aus, als ob wir alles hätten. Ja. Ich finde Spyro sieht echt cool aus, so. So lavamäßig. Okay, ja, dann kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsaufgabe. Wir verbrennen uns den Arsch. Nee, erstmal jetzt auffüllen hier. Ist auf jeden Fall noch ein Ei, was wir kriegen können, und halt Edelsteine. Okay, dann fangen wir mal an. Es ist dunkel. Nehmen wir hier mal. Sind wir schon da, wo wir... Nee. Wir sind nicht da, wo ich dachte, dass wir da sind. Wir hätten ruhig mal ein paar mehr von den Dingern hier in das Level reinbauen können, ey. Aber war ja schon im Original so. Ah, jetzt sind wir da, wo ich hin wollte. Chad. Hatten wir das schon mal, oder nicht? Ich meine schon. Wir haben auf jeden Fall alle Eiers. So. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, uns die Kraft da holen und dann über die Planke in das andere Dingsbums, glaube ich. Will ich doch gar nicht haben. Hey. Oder hier hin. Jetzt Spyro, was denn los mit dir? Okay, das war, glaube ich, ganz gut. Was war das? Spyro dreht gerade völlig am Rad. So, das gleiche machen wir jetzt nochmal.